Armin von Android Next, ich bin bei Samsung und wie erwartet haben die das Galaxy Note 3 vorgestellt. Ich halte es hier in der Hand und ja, wer sich es genau anschaut, wird erkennen, das sieht aus wie die Leaks, die wir in den letzten Tagen gesehen hatten, mit dem Ölgemälde Lockscreen, auch mit dem Frontpanel, das schon bekannt war, das ein wenig ans Design vom Galaxy S2 oder dem Note 1 erinnert. Aber die Neuheit ist, und da bin ich wirklich begeistert, Samsung musste sich ja oft genug den Vorwurf gefallen lassen, schlechte Rückseiten zu bauen. Und jetzt schaut euch das mal an. Das ist Kunstleder, nehme ich mal an, aber es ist Lederoptik und das ist sowohl in der schwarzen als auch in der weißen als auch in der pinken Version, die es geben wird vom Note 2 so. Das heißt, wir haben hier eine Rückseite, die auch abnehmbar ist. So, also weiterhin austauschbarer Akku, Micro-SD kommt hier über die SIM-Karte rein, aber diese Rückseite ist, ihr hört das jetzt auch, sehr leicht, sehr plasticky, aber eben mit so einer Kunstlederbeschichtung und das ist tatsächlich mal was anderes. Man hat uns erklärt, das soll halt so ein bisschen an so einen Personal Agenda Memo Block erinnern und das ist wirklich gut gelungen. Also ist was anderes, ist vielleicht auch nicht jedermanns Sache mit dem Leder, aber ich bin gerade sehr angetan. Das ist eine wirklich coole Idee, das Gerät hochwertig zu machen und damit hat Samsung endlich einen der größten Kritikpunkte, die wir zuletzt an den Galaxy-Geräten geäußert haben, ausgemerzt. Auch hier schön dieser Alurahmen, der ist so ein bisschen wie beim Galaxy S4 auch. Das kennt man, das sieht aber alles zusammen sehr, sehr wertig aus. Der Stylus ist dann wie gehabt hier unten drin. Das Galaxy Note 3 hat auch ganz viele Features, das zeige ich jetzt nicht im Detail. Eins habt ihr gerade schon gesehen, das ist, weiß ich gar nicht, Air Command, glaube ich, heißt es. Ich gehe hier mit dem Stylus drüber, drücke einmal auf den Knopf und dann geht so ein ganz schnell so ein Menü auf, das sich dann sehr intuitiv bedienen lässt und mit dem ich eben schnell bestimmte Pen-Features aufrufen kann. Gefällt mir sehr, sehr gut. Zu den Spezifikationen, wie erwartet, ein Snapdragon 800 arbeitet im Inneren, zumindest in der LTE-Version, übrigens Cat 4 LTE-Version. In anderen Versionen wird ein Octa-Core wieder arbeiten, der Exynos. Da ist aber nicht ganz klar, wo der hinkommt. Wir gehen mal davon aus, dass wir in Deutschland die Snapdragon 800-Version kriegen. Ansonsten haben wir einen 5,7 Zoll großen Full-HD-Screen, Super AMOLED natürlich wieder und wir haben 3 GB RAM, also ordentlich RAM-Speicher drin. Es wird wie erwartet keine 16 GB Version mehr geben, sondern nur noch eine 32 und eine 64 GB Version. Zu den Preisen und zum Release-Datum hat Samsung sich jetzt noch nicht weiter geäußert. Übrigens, das fällt mir gerade noch ein, hier hinten der Akku, bisschen größer als beim Note 2, das ist ein 3200 mAh Akku, also der sollte auch ordentlich Laufzeit ermöglichen. Und nochmal zu den Abmessungen, das ist, ups, jetzt bin ich hier irgendwo auf dem Menü gekommen. Das ist auch interessant. Also der Screen ist ja nur 0,2 Zoll größer als beim Vorgänger. Trotzdem wirkt das Gerät in sich kompakter und das ist es tatsächlich auch. Also wir haben hier eine Abmessung. Jetzt hatte ich sie mir hier irgendwo aufgeschrieben. Also 8,3 mm ist das Ganze nur dick. Das heißt, es ist deutlich dünner als das Note 2 und es wiegt mit 168 Gramm auch zumindest mal 12 Gramm weniger als der Vorgänger und es fühlt sich wirklich sehr leicht an und es ist sehr kompakt und ich bin ziemlich angetan. Also das hat Samsung wirklich gut gemacht hier mit dem Note 3. Sehr schönes Gerät. Jetzt warten wir nur noch darauf, was über Preis und Verfügbarkeit zu erfahren. Wir gehen mal von einem Preis auf die 700 Euro und einer Verfügbarkeit Ende September aus. Das war Armin von Android Next erstmal mit dem Galaxy Note 3. Sehr schönes Gerät und ich tappe jetzt hier mal, um zu starten. Bis dahin, tschüss.